Macht's doch noch ein bisschen spannender. Ihr zwei Dinger. Ui, 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 ui. Fliegen. Okay, aufpassen, nicht in die Stacheln reinlaufen. Das wäre ganz fatal. Und auf zum Boss-Challenge rum, den ich ja so liebe. Aber wie gesagt, er ist ja noch relativ einfach auf diesen Etagen. Später, im späteren Verlauf würde ich ihn persönlich meistens auslassen. Also nächste Etage ginge noch, darauf aber dann logischerweise nicht mehr. Das wäre Selbstmord irgendwo. Und guck mir mal rein. Es ist ein volles Leben. Ja, nehme ich mit. Warum sollte man ein volles Leben auch nicht mitnehmen? Das wäre Schwachsinn. Ja, was willst du tun? Was willst du tun? Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin viel zu mächtig. Na was? Na was? Vernichtet! Ein Hoch aus Verlangsamen. Ich glaube, ich habe mir einfach viel zu viele Sorgen gemacht. Das lief doch wie geschmiert. Den Battler hatten wir nicht auf dieser Etage, oder? Nein, den hatten wir auf der anderen. Egal. An das Leben komme ich gar nicht dran. Ja, was soll's. Gebe ich mal 3 Münzen aus. Und ich werde übrigens das Book of Revelations mitnehmen. Ich meine, Unverwundbarkeit ist schön. Aber wir haben jetzt erstmal die Chance, unser Cube of Meat voll zu kriegen. Und ja, ich habe übrigens gerade meine Sitzposition gewechselt. Ich hoffe, man hört noch alles. Aber wie gesagt, ein Cube of Meat ist schön, also ein voller Meat Boy. Und ja. Darum halt. Außerdem halt blaue Herzen. Blaue Herzen sind, fallen in dem Challenge ran, wo wir weniger Items bekommen können, relativ wichtig. Und ihn lasse ich aus. Den kann man auch nicht. Übrigens, den Devil-Battler, wenn man den zum Explodieren bringt, spawnt er nur Spinnen. Zumindest soweit ich weiß. Ich wüsste nicht, dass er noch was anderes spawnt, außer Spinnen. Erstmal habe ich sowieso keine Bombe mehr, also. So, der spannendste Laufweg aller Zeiten. Und ich merke gerade, so wie ich sitze, kann ich nicht spielen. Ach. Es war gerade gemütlicher, aber ist es nicht, ist es unspielbar. Und ich werde 2-mal im Automaten spielen. Also bis auf 15 Münzen, vielleicht bekomme ich auch noch was Schönes. Vielleicht einmal noch. Ein Herz, danke. Verpiss dich, Automat. Und das ist Gertie Jr. Das kleine Kack-Ding, ey. Ich finde, es wird einer der behindertsten Gegner im ganzen Spiel. Das ist einfach nur so unvorhersehbar gefühlt. Und ganz ruhig, Gertie. Ganz ruhig. Und ein Squishy. Squeezy, ich nenne ihn mal Squishy. Zumindest ab jetzt nenne ich ihn Squishy. Und wir haben keinen kopflosen Reiter bekommen, was sehr schade ist. Was nicht unser Meat Boy voll. Naja, aber die blauen Herzen nehme ich gerne mit. Na, na. Macht's doch noch ein bisschen spannender. Ihr zwei Dinger. Ui, 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 ui. Fliegen. Das ist ein Böser. Ist ja schon der Schwarz. Ohne rassistisch zu sein. Könnte problematisch werden. So an manchen Stellen. Oh. Das ist denn. Ich hab einen Vogel? Also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, anscheinend habe ich jetzt gerade einen. Eve Bird? Ich weiß zwar nicht, ich denke mal, das hat irgendwas mit Eve's Birdfoot zu tun. Oh Gott, das viele explosive Dinger. Und er ist durchsichtig.
Ich weiß immer noch nicht genau, was Birdfoot macht, aber anscheinend spawnt das so ein Ding. Nur weiß ich nicht, warum es das spawnt. Naja, egal. Hinunter ins Abenteuer. Curse of the Darkness. Wir werden auch nicht mit irgendwelchen Flüchen verschont heute. Werd einfach langsamer, du Spasti. Okay, anscheinend kann ich denen irgendwie Schaden zufügen auf die Weise. Okay, ich begrüße das mal, ne? War doch gar nicht so schwer. Ein Kampfraum. Nehme ich mit. Einfach weil ich es kann. Vielleicht auf dieser Etage die eine dümmere Idee, aber. Naja. Dammit! Ihr seid Kacke! Portet so viel. Aber zumindest springen die nicht. Natürlich waren es Ritter. Ritter kommen immer. Ritter sind scheiße. Ritter sind dumme Missgeburten. Da steht alle zusammen, als ob eine Gang wäre oder sowas. Ihr seid nicht die Rittergang, die Gehirnegang, die whatever the fuck you are doing here Gang. Naja, war gar nicht so schwer. Haha. Die springen. Ihr seid unangenehm! Ich hab euch! Okay, komm. Eine Pinnnadel. Pushpin nehme ich mit. Erlaubt mir manchmal durch Gegner durchzuschießen. Mit dem Ding ist es relativ nützlich, sicherlich. Seht ihr, meine Schüsse sind manchmal so gräulich. Die Schüsse gehen dann durch Steine, durch allen Scheiß und durch. Und ich meine, warum nicht? Somit kann man auch Ritter einfacher töten. Deswegen. Oh. Kein Kindergeburtstag heute für dich, Timmy. Kein Kindergeburtstag für dich, Timmy. Ich teste es mal kurz aus. Na komm. Ja, ein bisschen. Schlüssel. Schön, schön, schön. Nun beten wir, dass wir noch irgendwas Geiles bekommen auf der Etage. Auf jeden Fall ziele ich noch auf den Shop ab. Aber wo könnte der Shop sein? Definitiv nicht hier. Ihr seid Kacke! Und sie hatten keine Chance zu überleben. Mit viel Verschuss die Dinger irgendwie genie wie geschmiert Brot. Und es ist Greed, weil Greed uncool ist. Und wir haben ein Labyrinth, das heißt, ich habe jetzt irgendwie alle Münzen umsonst. So, Nickel. Wanda. Oh, die gibt's ja auch noch. Die hatte ich schon so lange nicht mehr irgendwie. Mir aufgefallen, der hatte ich schon sehr lange nicht mehr als Gegner gehabt. Komm. Du musst nicht so viel aus deiner Möse bluten, du komischer Gegner. So, warten wir auf ihn. Stelle dich denn ins Todes. Und die ist gut. Die ist natürlich Health Down, weil wir die genau gebrauchen können im Moment. Ich meine, wer kann nicht eine Health Down Pille gebrauchen?
1. 2. Schlüssel, Münzen, Münzen. Ey! I'm a firing my laser! Böser Laser, schießende Ding. So, haben wir auch gleich erledigt. Alles easy going, Bro. Ich suche noch nach einem Glücksspielautomaten, ganz ehrlich. Ja, so ein paar Münzen, das würde doch schon Sinn machen irgendwo. Oh! Nein, 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 nein. Ich sagte nein. Warum wollen die mich alle töten? Ich bin doch nur ein kleiner Junge. Ich kam von oben, meine ich. Ja, ich kam von oben, ja. Und unten war der Schlüssel, war der Shop, meine ich. Okay, wir haben es gleich geschafft. Gehen wir nach rechts. Nach oben? Ah, ein Automat. Wie ich es gewusst habe. Ich weiß ja alles und so. Natürlich, ihr seid Kacke! Oh, 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 oh! Ist unhöflich, auf mich zu schießen, ihr Spasten! Komm, ich mach nur ein bisschen, keine Sorge. Aber es muss sein, um die Challenge zu schaffen. Ein blaues Herz. Lululu. Ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. Nochmal Münze. Ich brauche keine Münzenautomat. Ich will nicht noch länger an dir verbringen. Ich will das schnell hinter mich bringen. Ich will blaue Herzen und fliegen. Und vielleicht Health Uphill. Ich Health Down. Ich sagte Health Up. Das ist eine Health Uphill. Komm. Komm schon. Eine Bad Gas Pille. Genau die ich wollte. Weil die genau denselben Effekt hat. Natürlich. Ist es bei euch heute nicht auch so warm? Bei mir ist es hier jetzt gerade Dienstag. Glaube ich zumindest. Ja, es müsste Dienstag sein. Und hier ist es so warm. Das glaubt man gar nicht. Und ich sitze trotzdem nur im Let's Play, anstatt draußen zu sein. Nur für euch, weil ich euch liebe, Leute. Moment, die Tiefen 1. War ich nicht Labyrinth? Nee, stimmt, das ist nicht Labyrinth. Ich habe auch eine Chance, Dings. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein kleiner Idiot. Da ist ja noch eine Etage. Gottes Willen. Ich brauche wieder 3 Münzen. Ich habe noch eine letzte Chance auf den Shop. So, okay, der Boss war oben, stimmt. Kalinka. Kalinka. Und... Komm schon. Kabouts, yes! Immer mein... Oh Gott, es ist er. Gibt mir aber die Möglichkeit, gleich zu fliegen. Wenn er mir das Horse droppt. Einfach nur ein bisschen beten. Vielleicht macht er bestimmt seine Supercharge-Attacke. Nee, nochmal Lichter. Okay, jetzt kommt sein Supercharge. Heilige Scheiße. Der macht das echt spannend. Oh Gott, Lichtern kann man nicht ausweichen, zumindest nicht sehr gut. Das ist reines Glück bei den Lichtern. Oh, der hat so viel Leben. Komm, mach mal weiter nichts, das ist gerade ganz gut. Nobody's listening to me. Lichter!
nutzlos. Sei noch ein bisschen mehr nutzlos. Komm schon. Bleib einfach stehen. Ja, genau. Genau so ist es. Du machst es dir doch selbst auch leichter dadurch. Und es ist nur ein Cube of Meat, also kein Flugbesen. Schade. Und ein Devil-Raum. Vielleicht mit Krampus und einem Stein. Ne, mit Brimstone. Brimstone oder Vierfachschuss mit Verlangsamung. Ich denke, ich bleibe bei der Verlangsamung. Ganz ehrlich, Brimstone ist mir zu... Brauche ich jetzt nicht. Curse of the Lost. In the fucking Necropolis. So, Cube of Meat macht man natürlich jetzt gerade einiges einfacher in der zweiten Stufe. Oh. Das wird jemand ganz dreist auf mich. So, easy going, bro. Weil er hat eine Land so cutted.